Wir sind wieder zurück mit Voxel Tycoon und beim Wegschmeißen von ziemlich vielen Fahrzeugen. Was ist denn, wenn ich alle verkaufe? Wow, kriege ich nur 500.000 für. Das hat sich gelohnt. Hatte ich nicht auch hier irgendwo noch eine Garage? Da hatte ich noch eine Garage. Wusste ich's doch. So, dann machen wir mal Folgendes. Dann machen wir hier mal 15, 20. Würde ich aber die da nehmen, die sind kleiner und wendiger. Wie viel brauchen wir dann davon? 3 Stück würde ich mal vermuten. Achso, das war jetzt... ja. Dann heißt das Ding hier jetzt Tex Arcana Holzverkauf. Du machst da dein Load und da dein Full Unload. Und dann kriegst du da auch noch die Route. Ganz unten müsste die sein. Wenigstens da ist es offensichtlich. Das unterste, da werden sie nach Erstelldatum hingepackt. So, und dann brauchen wir nochmal einen, der dann die Holzplanken durch die Gegend kart. Das ist dann Tex Arcana Holzplankenverkauf. Der lädt auch da. Da. So. Wenn ich das da jetzt direkt kopiere, dann kopiert er wahrscheinlich die Route mit. Ja. Hätte ich es mal so rumgemacht. So, es ist natürlich Stau, weil ich jetzt alle gleichzeitig habe losfahren lassen. Müssen wir uns darum kümmern, dass die hier da wieder geschickt rumkommen. Weil so fährt er jetzt gerade da hoch. Und dann habe ich keine Ahnung. Dann dreht er wahrscheinlich da um und fährt hier zurück. Das wäre ein bisschen arg. Nee. Vor allem hier gibt es mittlerweile echt Stau. Das heißt, entweder müssten wir... Tja, keine Ahnung. Hier hätte ich noch einen Anschluss ans... Ah ne, das bringt nichts. Ah doch, es funktioniert so halb. Es wird wieder nichts, was wirklich schön aussieht. Aber hoffentlich was, was funktioniert. Was die Hauptsache ist. Oh, es wird mal wieder dunkel. Jo, Brücke, reicht das? Das reicht gerade so, hervorragend. Nein, Mann, wieso? Was ist denn jetzt? Nein, das war richtig. Alles klar, alles in Ordnung, war richtig. Wie hatte ich mir das jetzt vorgestellt? Ich wollte hier... hier rüber und dann einmal so rum. So, jetzt können die hier auch einmal im Kreis fahren. Und damit wäre der Zug hier auch wieder schneller da und damit müsste das eigentlich von Speed und überhaupt reichen. Und da haben wir alles voll, das heißt, da gibt es auch keine Engpässe. Gut. Theoretisch könnten die auch schon jetzt
hier unten rumfahren. Ich könnte also theoretisch schon anfangen, das hier abzureißen. Was ich auf jeden Fall schon mal abreißen kann, sind die LKW-Sachen. Ja gut, was jetzt halt ein bisschen doof ist, wir haben jetzt hier noch einen Wald, der noch ein bisschen was hat, aber ich glaube, wir können da trotzdem, also es hindert uns niemand dran, hier drüber zu bauen. Ich reiß schon mal das ab, was wir auf keinen Fall mehr brauchen. Dann baue ich lieber hier nochmal links und rechts jeweils ein Depot hin. So, Stadtentwicklung hier. Texarkana kann sich jetzt dann auch erstmal in die und in die Richtung ausbreiten. Und genau, machen wir hier noch ein paar Depots hin. Vielleicht zuerst die Gleise, dann muss ich nicht raten, wie weit das Depot weg muss. Ey, der speichert heute aber häufig. So. Depot 1 und Depot 11, ist ja schön. Der fährt immer noch da oben rum. Achso, ich bin jetzt auch doof. Jetzt habe ich die da hingebaut, obwohl ich da eigentlich den Anschluss... Ja, manchmal würde es mehr Sinn machen, sich vorher Gedanken zu machen. Aber egal. Das kriegen wir immer noch hin. Wir müssen ja nur gucken... Achso, ja. Texarkana, du solltest dich doch dahin ausbreiten. Ich brauche den Platz hier. Können wir das da verbinden? Das, wo von oben kommt, kann sich hier anschließen. Und dann müssen wir jetzt hier quasi noch einmal oben drüber gehen. Da wäre natürlich jetzt wieder diagonal toll. Aber es hilft ja nichts. Ich überlege gerade, könnte man nicht hier hoch und dann quasi hier mit einer Brücke drüber. Haben wir schon genau die richtige Höhe. Da sagt eine Brücke. Dann würde der so rumgehen. Und daneben mache ich gleich die nächste Brücke. Der geht dann innen drin direkt mit. Pass mal auf. Machen wir das so. Und. Was? Deposit has depleted bei. Oh, Kohle. Das ist ja unser nächstes Problem. Oh nein, das ist. Da muss ich den Brückenpfeiler weiter. Ja, ist in Ordnung.
Darf ich nicht vergessen, gleich mal zu gucken, wo das dann ist mit der... Mit dem Kohle. Mit dem Kohle. So, wie hätte ich mir das jetzt vorgestellt? So, der kommt von hier, fährt da außen lang und biegt dann nach da ab, genau. Und der kommt von da, fährt nach da und macht dann den Kringel hier runter. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen reinplanieren. Keine Ahnung, ich mach mal ein bisschen nach Gefühl, wie immer. So. Und du machst jetzt quasi das Gleiche, nur anders. Und zwar so. Naja, das gefällt mir jetzt jedoch nicht, dass das so... Und das. Und dann schließen wir das so an. So, noch ein paar Signale. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht verbaut. Ich hatte schon mal den Fall, dass ich die Dinger hier auf einmal falsch angeschlossen hatte, aber es scheint zu passen. So, und dann machen wir jetzt hier mal den harten Cut. Ich hoffe, ich hatte jetzt hier noch einen Zug unterwegs, aber der würde sich schnell beschweren. Gut, dann hätten wir das auch. Ich hatte keinen Zug mehr unterwegs, hervorragend. Dann brauchen wir aber auch das da oben nicht mehr. Lass ich kommen, was soll's. Also, welches das erste Anfangskohlegedöns hier? Naja, es hat noch 40.000. Was haben wir da jetzt? Da haben wir noch eine Kohle-LKW-Route und die drei, die könnte man im schlimmsten Fall hier auch von hier aus starten lassen. Dann würde ich das hier noch ein bisschen vergrößern. So, und ich habe jetzt, was haben wir jetzt, 14 Minuten? Ich habe jetzt 40 Minuten lang am Stück gebaut. Sogar zum Teil mit Pause. Und ich habe mehr Geld auf dem Konto, wie da, wo ich angefangen habe. Also ich würde sagen, so ineffizient kann es eigentlich gar nicht sein. Und ich finde es schön. Es hat was. Das ist Kunst.
Apropos Kunst, was haben wir jetzt hier? Da haben wir 300 von 400. Und da haben wir 250 von 450. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich anfangen, die Züge länger zu machen. Bisschen schneller. Zack. Ja, er fährt hier rum. Sehr schön. Holzplanken. Da waren wir ein bisschen über der Hälfte. Also wir bräuchten statt 4, naja, 5 sind zu wenig und 6 zu viel. Nee. Na gut, egal, machen wir trotzdem 6 draus. Boah, das sind aber echt, das ist dann echt viel Holz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und die reicht uns dann hier auch nicht mehr. Da brauchen wir dann die hier schon. Oder könnte ich, hätte ich da eine, die langsamer ist? Aber mehr zieht. Mal, wir hätten hier auch eine, die fährt nur 120. Die kostet halt auch mehr. 1100. Von denen da hatten wir noch gar nichts gebaut. Mal so eine. Warum ist da jetzt alles weg? Die habe ich doch gar nicht verändert, die Anhänger. Oh Mann. Ja gut. Ach, das ist doch noch. Okay, alles klar. Ich hatte gerade echt schon. Heinz akzeptiert jetzt schon wieder Glasplatten. So, bevor du jetzt was auflädst, kommst du da gleich mal hinten ins Versteck. Na, mach, 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 mach. Danke. So. Die zwei noch oben drauf und aus dem wird... Ach, wir könnten ja, ich nehme mal von beidem eine. Haben wir ein bisschen mehr Abwechslung drin. So. Was mich jetzt aber nochmal interessiert ist, auch wenn das da nicht klappt, klappt eigentlich wenigstens das. Das klappt auch nicht. Alter, das ist doch... Sorry. Das ist peinlich. Also das da hat auch nicht funktioniert, das haben sie irgendwie gefixt. Aber wer testet denn das? Schmeißen die einfach, was sie gerade irgendwie finden, schmeißen sie auf den... Liefern sie aus. Wenn wir so bei mir in der Firma arbeiten würden, da würden die Kunden aber Sturm laufen. Ach, der Monat hat gerade erst angefangen. Nee, der Monat ist fast zu Ende. Ach, ich bin da. Sorry. Ja, LKWs haben keine so hohen Kosten. Gut, klar. Die Anlieferungen sind hier am schlimmsten, weil die natürlich nichts verdienen und trotzdem Geld kosten. Wer macht denn am meisten Gewinn mit Direktablieferung? Oder wer hat überhaupt schon am meisten Geld verdient? Wer hat denn am meisten bisher reingesponsert in unsere Kasse? Oneda Holzplankenverkauf. Ja, der hat auch eine ziemlich alte Lok. 8,5 Millionen hat er mittlerweile eingebracht. Oh Gott. Und unser uralt Hawaii-Holzbalken-Verteilungs-LKW hat schon 5,3 Millionen als einzelner LKW geschafft. Ja, cool. Klar, und die beiden, die Kohle anliefern, haben natürlich noch nichts verdient. Wen wundert's?
So, müsste ich hier, ich müsste den Bahnhof, glaube ich, noch ein bisschen verlängern. Aber es sieht gut aus, passt alles. Also hier von den Warenmengen her. Dann würde ich sagen, ist das Projekt Waldumzug erfolgreich gewesen. Aus meiner Sicht. Achso, ist natürlich auch eine Frage der Lagerung. Wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind 120, 115 sind da. Ja. Aber wahrscheinlich wartet da sowieso immer gleich ein LKW. Und ich habe gesagt, Full Unload, glaube ich. Nicht gesagt, Full Unload. Nee, ich habe nur gesagt, Full Load. Machen wir mal ein Full Unload draus. Dann wartet er auch vollends, bis er vollends alles entladen kann. Dann machen wir das bei den Holzbalken hier auch nochmal eben. Wäre ja schade um die 5 Holz, die er dann... Obwohl, die würde er ja nicht abladen, die würde er einfach wieder mitnehmen. Naja, egal. Sei es drum. Ach, jetzt weiß ich. Diese ganzen Einblendungen hier, die verlangsamen das Spiel. Wenn ich die ausmache, läuft es sehr viel flüssiger hier im Spiel. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Apropos flüssig laufen. Ja, gut. So richtig flüssig läuft es hier noch nicht. Da wäre zumindest mal so ein bisschen Optimierungsbedarf noch. Auf der anderen Seite sieht es jetzt mir nicht danach aus, als ob das hier wirklich grob ins Stocken käme. Gibt immer nur kleine Mini-Staus. Auch das kann man bestimmt besser bauen. Aber da werde ich jetzt auch nicht mehr weiter drauf rumreiten. Ich habe meinen Käse dazu gesagt. Diejenigen, die das getroffen hat, sind wahrscheinlich so getriggert worden, dass ich sie eh verkrault habe. Ist mir aber auch egal. Und der Rest guckt so oder so. Der war ja zufrieden und ich bin zufrieden und wir alle sind zufrieden. Und ein letzter Schlussblick hier drauf. Die Hälfte haben wir jetzt fast. Da ist dann übrigens die nächste Baustelle. Denn... Genau. Wir haben zu wenig TV-Geräte. So. Aber dann würde ich sagen, mache ich hier Schluss. Vielen Dank fürs Zugucken. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ihr kennt's ja. Und dann ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.